Heute geht es um einen leckeren kleinen Fingerfood, der ideal ist im Grunde für jede Gartenparty. Wir wollen Datteln im Speckmantel machen, aber Klaus, ein bisschen anders. Also wir haben uns ein bisschen was Besonderes ausgedacht. Wir haben uns was Besonderes ausgedacht. Wir nehmen unsere Dattel, dann machen wir, füllen die mit Mandeln, mit Marzipan und mit Salbei, bevor wir sie in den Speckmantel wickeln. So. Und das geht wie folgt. Du schnappst dir ein bisschen Marzipan, ja. Schnappst dir hier eine Mandel, ja. Und noch ein Stück Salbei. Und das kommt einfach so in die Dattel rein. Und dann fängst du an, einmal den Speck schön rundherum zu wickeln, bis vorne hin. Dann setzen wir es aufs Backblech, weil die könnt ihr super im Ofen garen. Dann spart man sich nochmal das Fett aus der Pfanne. Also nochmal diätischer. Gebt uns 10 Sekunden, wir sind gleich wieder da. So, 10 Minuten sind schnell um. Und so werden wir jetzt hier unsere Datteln im Speckmantel einfach bei 190 Grad in den Ofen geben. Wie lange lässt du sie drin? 10 Minuten, bis sie gut sind. Dann wollen wir noch mal gucken, wie wohl sich die Dattel im Speckmantel fühlt. Hol doch mal raus. Hol doch mal raus, Klaus. Hol doch mal raus. Hol doch mal raus, Klaus. So, guck mal hier. Zahnstocher rein. Zack. Und dann verbrenne ich mir jetzt die Backen. Ja. Oh, das ist aber geil. Mmh.